so eine Schicht Nebel, jetzt müssen wir, glaube ich, ziemlich pressieren. Ich glaube, das ist so schlimm. 5.30 Uhr, frühmorgens auf der Basis der Air Zermatt. Pilot Gerold Biener checkt das Wetter. Drei Frauen sind blockiert in einer Wand und warten auf ihre Rettung. Ja, die haben aber nicht so gut geschlafen wie wir. Ja, jetzt werden sie befreit. So eine Stunde haben die uns warmes Kaffee. Sie sind die Retter in der Not. Sie fliegen in der Bergwelt rund ums Matterhorn. Wir begleiten Gerold Biener, Robbie Andenmatten, Markus Koch und Patrese. Reale Geschichten aus der Welt der Rettungsteams. Der Sommeralltag der Air Zermatt. Der Rettungsheli mit Gerold und Rettungssanitäter Furi befindet sich im Anflug auf die Hahnli-Hütte. Ihr Einsatz? Evakuierung von drei Frauen am Obergabelhorn. Ich habe gesagt, ja, ist gut, ich bin drauf. Ist gut. Bei der Hahnli-Hütte steigt Kurt Lauber zu, der Hüttenwart. Er ist Rettungsspezialist und soll die Bergsteigerinnen aus ihrer misslichen Situation erlösen. Ciao, Kurt. Gut. Ja, tipptopp, ich will. Ja, tipptopp. Das siehst du mal gut aus. Die Frauen sind vom vielen Schnee überrascht worden und mussten eine Nacht lang in einer kalten, steilen Wand ausharren. Nachdem gestern ein erster Rettungsversuch infolge des schlechten Wetters scheiterte. Gemeinsam suchen die drei Bergretter die Wand am Obergabelhorn nach den Bergsteigerinnen ab. Und tatsächlich, da sind sie. Auf einem winzigen Felsvorsprung haben sie übernachtet. Guten Morgen. Das ist ein tipptopps Hotel. Das ist eine super Nische hier. Hast du das gesehen? Geht auch ab, Mittelkabelhorn. Okay. Inzwischen trifft Patrese auf der Basis ein. Gemeinsam mit Mechaniker Hans-Peter Wier ist er einer der Ersten. Frevelberg. Ja, Gerold. Ja, das ist Papa Juliet. Sie rüsten den Heli, der nachts unterwegs war, für Einsätze am Tag um. Das ist der Nachtscheinwerfer, dass man in der Nacht hat. Wenn es Suchaktionen so ist, dass man halt die Gegend beleuchten mit dem. Auf dem Gletscher hat sich Kurt Lauber unter dem Heli am Seil eingehängt. Okay. Du sollst ein bisschen die Bord dran, weißt du? Gerold hebt den Heli langsam an. Kurt gibt ihm die Höhe per Funk durch. Ballerfurt. Halber Meter. Auf Bord. Jetzt kurz.
30 Meter unter dem Helikopter, an einem Seil hängend, schwebt der Rettungsspezialist durch die Luft. Pilot Gerold erkundigt sich immer wieder nach seinem Befinden. Kurz vor der Wand übernimmt Kurt unten am Seil das Kommando. Er weist Gerold präzise ein. Dann löst er sich vom Seil. Sie beschließen jeweils zwei Personen aufs Mal auszufliegen. Kurt fixiert Karabiner am Klettergurt der Bergsteigerinnen. Auf den Meter genau muss Gerold das Seil in Kurts Hände fliegen. Dann hängt er die zwei Frauen am Klettergurt ein. Die ersten beiden Kletterinnen werden zu einem Zwischenlandeplatz geflogen. Auf der Basis steht heute der 200-Stunden-Service bei dem Helikopter November Delta an. Auch Pilot Markus ist da. Oh, der Papa Juliet, Dämpfer. Hast du dich kürzlich gerade entlüftet? Nein. Okay. Wenn du mal Zeit hast, wäre das vielleicht nicht schlecht. Nur heute sind sie schon eben gelandet. Und es hat einfach nach einer Vibration gegeben. Aber pressiert auch nicht so. Wenn du gerade Zeit hast. Gerold hat die beiden Frauen abgesetzt und holt nun Kurt und die dritte Kletterin aus der Wand. Am sicheren Seil entschweben Kurt Lauber und die Bergsteigerin der kalten Wand. Inzwischen sitzt Patrese in der Gornergratbahn. Nächster Halt, Rüffelalp. Prochaine Halt, Rüffelalp. Rüffelalp. Prostina. Ich bin schon lange nicht mehr mit der Bahn gefahren. Noch nie? Noch nie? Auf dem Rüffelboden steigt er aus. Auf ihn wartet ein harter Tag. Betonieren ist angesagt. Patrese füllt Kessel um Kessel mit Beton. Der Heli bringt sie zur Baustelle, wo die neue Luftseilbahn Riffelberg Express entsteht. Im Cockpit sitzt Robby. Ja, Limit, hä? So ist genau gehört, aber immer mehr. Flüge und Transporte auf Baustellen sind für die Air Zermatt eine wichtige Einnahmequelle. Von Rettungen und Rundflügen alleine könnte das Heli-Unternehmen nicht existieren. Robby fliegt bis zu 30 Rotationen pro Stunde.
Auf der Basis treffen die geretteten Bergsteigerinnen ein. Zeit für einen Kaffee? Genau die. Eine kalte Nacht in der Wand, die Ungewissheit und nun die Rettung. Wäre es auch ohne gegangen? Nehmt ihr lieber einen Tee oder einen Kaffee? Und einander ein bisschen Räubergeschichten erzählen. Geschwätzt haben wir noch mal. Schon Bilo ging es gut. Ja. Was nehmen wir für einen Tee? Schwarztee, ist das gut, oder? Ja. Ja, zurück war auch schwieriger. Zurück war auch schwieriger. Ja, das hätte man vielleicht schon machen können, aber es wäre ja für mich mit Steinschlag und bei der Wärme. Ja. Also schon lebensfremd, denke ich. Das haben wir uns schon überlegt. Mhm. Betonieren ist Maßarbeit und benötigt Fingerspitzengefühl. Es ist ein enges Zusammenspiel zwischen Robby und Patrese. Bis auf 30 Kilo genau muss er die Kessel füllen. Das sind jetzt ungefähr 598 Kilo. Weil 600 Kilo sollte ich haben. Ja, das ist leider alles, was wir hier haben. Wir gewusst hätten, dass ihr allein oben seid, wären wir gestern schon. Es hat so viel Schnee gehabt, dass wir im Schnee versoffen sind. Schier. Und dort, wo der Schnee weniger geworden ist, sind Felsen nass gsi und du bist schier nicht rübergekommen. Dann haben wir gefunden, bevor jetzt noch jemand einen Abgang macht, lassen wir es sein. Es kommen weitere gerettete Bergsteiger an. Zwei Ungarn mussten am Dom evakuiert werden. Yesterday it was a really heavy snow. Dicker Nebel, viel Schnee. Wir haben die Route nicht finden können. Entschuldigung, bitte. Die Rettung kostet über 1000 Franken. Carmen Lauber kontrolliert, ob die beiden versichert sind. Okay, das ist also deine Versicherungskarte. Hast du auch eine? Nicht dieselbe. Ich habe eine andere. Sie sind also nicht sicher, ob Sie eine Versicherungskarte besitzen? Nein. Sie besitzen also keine? Nein, ich glaube nicht. Und tatsächlich, nur einer ist versichert. Das ist also die Rechnung für beide. Aber nur eine Rettung ist gedeckt. Ich werde nun die Karte überprüfen. Okay, you can bring your coffee and we will check if your card will pay that, Robby ist bereits für einen weiteren Auftrag unterwegs. Eine Kuh liegt tot auf einer Alp und muss geborgen werden. Im Talboden steigt Bauer Anton Schaller ein. Er lotst sie zu dem toten Tier. Gerade 6 Jahre alt ist sie geworden, die Kuh Jescha. Auf der Basis versucht Carmen Lauber bei den Ungarn weiterhin das Geld für die Rettung einzutreiben. Besitzen Sie eine Kreditkarte? Ich weiß nicht, ob ich eine habe. Mal sehen. Ich habe leider nur einen Fahrausweis und etwas Cash, aber nicht viel. Ihr seid also hier in den Ferien und habt kein Geld? Wir kommen normalerweise nicht in eine solche Situation. Das ist das erste Mal in 10 Jahren. Und wie geht's nun weiter?
Ihr müsst die Rechnung hier bezahlen und bekommt sie dann von der Versicherung zurückerstattet. Das habe ich nicht gewusst. Könnten wir mit unseren Freunden aus der Schweiz telefonieren? Vielleicht können die uns helfen. Ja, klar. Habt ihr ein Telefon? Im Talboden steigt Bauer Schaller wieder aus dem Helikopter. Robby fliegt zurück auf die Alp, um die tote Kuh zu bergen. Die war längere Zeit krank, innerlich, mit der Gebärmutter. Sie haben alles Mögliche probiert. Und plötzlich hat man gesehen, es geht einfach bergab. Dann hatte ich die Tierärztin am Dienstag. Und dort hat sie gesagt, sie sind innenwendig vergiftet. Das ist nicht mehr möglich, die zu retten. Und so haben wir sich einfach entschlossen, die Kühe zu töten und abtransportieren in den Kadaver. Auf der Basis haben die Ungarn ihre Schweizer Freunde erreicht. Jawohl, die haben evakuiert am Dom. Die sind ja schon gestern und vorgestern schon, haben die Probleme gehabt und jetzt das Wetter zugelassen. Jetzt das Problem ist, dass die überhaupt keine Versicherungen haben. Da will vor allem einer nicht. Eine Person hat gar keine Versicherung, nein. Also die Rettung kostet jetzt 1794,40 für beide. Jetzt haben wir eben auch schon evakuiert, oder wie? Wann war das? Anscheinend sind die Schweizer Freunde tatsächlich vor ein paar Tagen auch schon evakuiert worden. Moment, bitte. Ja, die sind auch schon evakuiert. Und ihr würdet das übernehmen nachher von ihnen? Ihr würdet das machen. Aber einer ist versichert, er wird das ganz sicher zurückverkommen. Aber der andere hat halt nicht viel. Sechs Jahre lang war die Kuh Jescha jeden Sommer auf seiner Alp. Eine gute Milchkuh, wie er sagt. Adieu, merci. Also das sind jetzt Kollegen, die haben am Sonntag schon ausgeflogen. Das sind zwei Schweizer und die haben die per Zufall getroffen, oben am Biwak. Und die würden jetzt bereit, sich erklären, die Rechnung zu übernehmen von diesen zwei. Also es gibt es sehr selten bis nie. Okay. Ihr habt gute Freunde. Ja, wir wissen das. Okay. So. Sie haben uns eine Garantie gegeben, dass Sie eure Rechnung bezahlen und ihr müsst ihnen das Geld dann direkt zurückerstatten. Robby befindet sich im Anflug auf die Basis, am Dorfeingang von Zermatt. Rund 25 bis 30 Mitarbeitende sind während der Hochsaison hier beschäftigt. Auf der Basis wird er von Sohn Timmy empfangen, der Ferien hat. Hey, was hast du gemacht? Toretta bin ich. Toretta, ja. Nachher bin ich hier. Super. Kevin ist nicht da, aber morgen werden wir mit Kevin klettern. Ist das gut? Ja. Okay. Tim schießt doch in die Hose. Gell? Ja, ich. Warum immer ich?
Die Hörnli-Hütte am Matterhorn. Hüttenwart und Rettungsspezialist Kurt Lauber ist nach der Evakuation der Frauen wieder zurückgekehrt. Besorgt beobachtet er das Matterhorn. Das Wetter ist schön. Touristen und Bergsteiger sind unterwegs. Die Verhältnisse aber prekär. Am Einstieg zum Matterhorn trifft Kurt Lauber auf Rumänen. Wie sind die Verhältnisse? Verhältnisse? Ich glaube, sie sind gut. Sie sind gut? Ja, ich glaube besser als vor 4 Jahren. Aber es hat viel Schnee, denkt ihr nicht? Das ist nicht ungewöhnlich. Ich bin mir da nicht so sicher. Es klettern nicht viele Leute. Das ist doch gut. Wenn die Verhältnisse schlecht sind. Warum denn? Weil es Schnee in der Wand hat. Warst du schon einmal oben? Ich war schon 320 Mal auf dem Gipfel, aber jetzt würde ich nicht gehen. Das ist eben speziell bei osteuropäischen Expeditionen. Ja, das wissen wir. Wir haben eben nicht viele Möglichkeiten und wenn wir da sind, dann klettern wir. Wir kalkulieren das Risiko. Denkt ihr dabei auch an die Bergretter? Ich bin auch Bergretter. Ja, dann solltest du aber wissen, was das bedeutet. Dein Rat ist es, morgen nicht zu klettern? Ich würde das nie sagen. Jeder ist alt genug, aber gegenwärtig ist es nicht möglich, das Matterhorn in einem Tag zu erklimmen. Und bald kommt wieder schlechtes Wetter. Dann haben wir als Bergretter wieder ein Problem. Na dann, viel Glück. Okay, das geht richtig wies mir. Anscheinend gibt es da 2 bewusstlose Patienten. Okay. Die schlechten Verhältnisse fordern erste Opfer. Auf der Basis startet die EcoFox, ein Heli, der wie eine fliegende Intensivstation eingerichtet ist. Das sind 2 Bewusstlose, dann machst einer du und einer ich. Ja. Ein weiterer Helikopter ist im Anflug auf die Hörnli-Hütte, wo Kurt Lauber abgeholt wird. Einsatz: Spaltensturz am Weißmies. Ja, India Faviva. Ja, India verstanden. Ja, Gott sei Info, anscheinend 2 Patienten bewusstlos. Insgesamt sind 5 Bergsteiger am Weißmies in eine Gletscherspalte gestürzt. Das ist der Weißmies, der da oben ist. Pilot Benno und Kurt Lauber besprechen die Lage. Sieger, so drüben liegt. Ja, da ist jetzt schon viele Gefahr. Ja, da sind viele Hilfe. Ja, die Warte. Ich weiß nicht, was du letztes Jahr verpasst hast. Ja, jetzt ist gut. Oh, oh, oh. Ich glaube, Fox 2 erschaffen. Richtig Weißmies. Mehrere Gruppen von Bergsteigern stehen um die Spalte, in welche die Seilschaft gestürzt ist, und wagen sich auch nicht mehr weiter. Pilot Benno landet unten bei der Weißmieshütte. Er setzt Kurt Lauber ab, während er weitere Rettungsspezialisten holt. Auch die EcoFox mit dem Arzt landet. Während Kurt als erster zur Spalte fliegt, macht sich hier das Team von Rettungssanitäter und Arzt bereit, um allfällige Verletzte zu versorgen. Ja, schauen wir mal, wie die Weil oben bei den Spalten weiß ich nicht, ob das Sinn macht, da zwei Patienten zu versorgen. Also wenn es steil ist. Und wenn die bewusstlos sind, wenn man intubieren muss und so, ist es besser, wenn einer sich mal hier ist. Anfänglich hieß es erstmal eine leicht verletzt. Offensichtlich sieht es doch Ärger aus. Jetzt primär mal drum, die hier runterzuholen und dann hier weiter zu versorgen. Pilot Benno hat Kurt bei der Spalte abgesetzt. Dieser funkt von der Unfallstelle. Ja, die Situation ist also so, dass 5 Stufen im Spal, 2 sind bewusstlos, schwer verletzt. Okay, Doktor, ich bin da, bitte.
Ja, das ist nicht in der EV. So, ich bin gerade auf Handfunk. Ich kann den Helm entladen, das ist ein Problem. Ja, wir wollen es. Fünf in einer Spalte, zwei davon bewusstlos und schwer verletzt. So die erste Information von Kurt. Nun geht es darum, die Verletzten zu bergen. Arzt Tim wird am Seil sofort auf den Gletscher geflogen. Patrese ist in Zermatt heute als Ambulanzfahrer im Einsatz. Jetzt haben wir gerade eine Verleckung vom Heli zum Doktor. Ein Junge ist beim Snowboarden gestürzt und muss zum Doktor ins Dorf gebracht werden. Was hättest du? Mit dem Sack rüber. Schulterlux. Mit dem Sack. Drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Die Situation am Weißmies spitzt sich immer weiter zu. Ein dritter Heli der Air Zermatt mit Arzt Axel kommt zu Hilfe. Fünf Tricksen. Was? Fünf? Fünf Heli. Ha? Ja. Fünf drin? Ja. Moro, drei sind anscheinend, wahrscheinlich fünf verletzt. Nein, ich finde mit dem Elektroschirm. Was hat der eine da verletzt ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Es hat keine zwei Bewusstlose. Da haben wir gesagt, er soll nach oben rein. Wer sind jetzt oben? Der ist ja Doktor. Der Tim ist auch. Ja, Robi, kommst du nicht gerade. Da haben wir gesagt, er soll den Dampfspalt nicht groß machen. Lass ihn und ich haben mir hier Briefe geschickt. Jetzt auf jeden Fall. Der wird jetzt warten, was sie sagen. Ja, genau. Kurt Lauber fliegt mit einem weiteren Rettungsspezialisten zurück. Ihre Arbeit an der Unfallstelle ist getan. Kurt war in der Spalte und hat die Bergsteiger herausgeholt. Nicht alle haben überlebt. Ja, ja, logisch, aber nein, nicht hier bist. Einfach mal merci für mal, dass ich die Beste hätte, ich nicht mehr gut was auf. Die Situation war so, dass die Fünfer-Seilschaft im Abstieg war vom Weißmies. Und einer von dieser Seilschaft ist aus einem steilen Hang in den Spalkid und hat natürlich alle anderen auf ihre auch mitgerissen. Und es sind etwa 15 Meter in den Spalkid. Drei davon sind leicht verletzt gewesen und zwei hat er leider ums Leben gekommen, wahrscheinlich durch einen Sturz oder weil sie eine Zeit lang unter dem Schnee gelegen sind. Das ist jetzt so am Nachhinein sehr schwer zu sagen, was die Ursache ist. Ist ein bisschen passiert eigentlich schon selten. Es gab fünf Stück in einem Spalkien, habe ich auch noch nicht manchmal erlebt. Aber eben, es gibt nichts, was nicht geht, he? Ja, verstanden. Sag, wenn der Patient nicht abgegeben geht, dann nachher direkt weiter in die Praxis Dr. Bannwart. Eine Patientin Weiblich, 35-jährig, mit einer Augenverletzung, die kommt auf einen Heliport. Patrese ist mit seinem Patienten unterwegs. Ist gut verstanden, aber nicht Patientin Bannwart, Heliport. Richtig. Langsam schnell fahren. Langsam schnell fahren in den Straßen von Zermatt, die eigentlich autofrei sind. Ich kann ja gerade mit dem Brüchen. Ja? Für den nächsten Patienten. Ziemlich schmerzlich gekommen. Nachher noch 12,5 Katarakt. Mhm. Also eigentlich mit Snowboard oder ja. Ade. Die Bergretter fliegen nun die ersten Überlebenden des Spaltensturzes zur Weißmieshütte.
wo sie von den Rettungssanitätern und Arzt Axel betreut werden. Der Helikopter hebt wieder ab, um die Toten zu bergen. Eine Seilschaft, die da komplett in die Spalte reingegangen ist. Der erste ist gerutscht? Der erste ist runtergerutscht und dann sind alle ausgerutscht? Anderen. Ja, I think Nicola just slipped down. Yes. Did he? And then, ja, und dann konnten wir es nicht mehr halten einfach. Auch der dritte Bergsteiger wird in Sicherheit gebracht. Und da seid ihr einfach zu fünften Hang runter? Sie sind zu fünft in diese Spalte rein. Ja. Und dann ist halt noch mit Schnee runtergekommen und das hat zwei halt bedeckt. Ja, dann habt ihr die nicht gleich raus können ziehen? Nee, es hat ein bisschen gedauert. Wieso? Das kam so richtig Eisbrocken runter auch. Und dann mussten wir erstmal mussten wir uns befreien, dass wir überhaupt wieder beweglich waren. Und dann haben wir gebrochen. Also die Beine, gerade beim einen waren die Beine draußen, aber der Kopf nicht. Und dann lag der Rucksack auf dem Kopf. Ja, sei was so, oder die in der Safe Position. Bist du da verletzt oder ist das nur so? Das ist nur. Nee, das sind nur. Ja, jetzt mach mal hoch. Gut. Ihr seid froh, dass ihr mal unverletzt seid. Ja. Das musst du so als Geburtstag auch sehen. Ja. Im Rücken geht's. Okay. Sie sind zusammengekommen. Ja. Machen Sie mal die Augen zu, beide. Okay, ja. Weil die andere Seilschaft, die weiß nicht, wo die sind. Aha. Okay. Und hast du geführt oder wer hätte da geführt? Nee, geführt hat der eine, der mit. Jetzt da unten noch liegt oder rausgeholt wird, der verdeckt war. Du weißt, dass zwei tot sind, gell? Ja. Und der eine davon ist. Und der zweite, wer ist das? Das ist ein Italiener, Nicola. Mhm. Die Verletzten werden nun mit dem Heli ins Spital nach Visp geflogen. Wir haben jetzt drei Patienten für nach Visp. Und schlagen wir vor, dass wir dich jetzt holen. Ist da frei bei dir? Das ist für mich okay, ich kann ja nichts mehr tun. Die Mütze absetzen, dann rein. Kannst du gerade am Rucksack festhalten? Den holen wir dann rein. Nehmen wir mit, dann legen wir den da rein. Sobald dass wir dann in der Luft sind, heizen wir. Können wir schneller mit der Maschine. Und im Spital werden Sie sich dann vollständig ausziehen und warme Decken geben. Und wir starten hier so circa 5 Minuten. Ha? Auch für Kurt Lauber und Pilot Benno ist die Aktion abgeschlossen. Merci Benno. Merci. Ja, ich habe jetzt auch super gesehen. Merci Kurt, super. Ja. Der Rettungsspezialist lässt sich Zeit beim Aussteigen. Einen hast du, glaube ich, noch irgendetwas Spaltensturz gesehen von mehreren Leuten. Und da ist glaube ich, gerade völlig etwas los gewesen. Okidoki. In dem Fall, gell? Ja, den wünsche ich dir auch. Merci. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao, tschüss. Kurt Lauber muss bereits wieder weiter, zurück in die Hörnli-Hütte, wo viel Arbeit auf ihn wartet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das gar nicht so mitbekommen. Mit dem das Schicksal der Seilschaft beschäftigt Gerold. Er spricht mit Axel und Tim, die am Einsatz dabei waren. Aber wie und was habe ich nicht mitbekommen. Hast du der Axel typisch gesehen, gell, vom Spalteinsatz?
es beschäftigt dich schon, aber ja, wenn du nicht direkt involviert bist, das ist höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen ein Schutzmechanismus, den du mit der Zeit dir selber aneignen. Das ist, wenn, oder, wenn du selber dabei bist... Ja, mein Gehirn ist halt auch, ja. Und wenn du es merkst, dass du es nicht hast, dann kannst du den Job auch nicht machen. Gell? Das ist, aber das merkst du am Anfang, merkst du es bald einmal. Gell? Mein Schlimmste da ist jetzt eigentlich für uns, gewesen, dass du halt mit denen, die es überlebt haben, weißt, die halt denen erst war ich noch froh irgendwie, und dann auf einmal merkst du, wie das Gesicht irgendwann einschläft, und dann sind die untröstlich. Gell? Ich meine, ich sage für mich, sage ich immer, wenn sowas passiert, sage ich immer, es hat niemand gesagt, die müssen auf den Berg aufsteigen. Das ist eine freie Entscheidung, das weiß jeder, dass es gefährlich ist. Klar ist es heftig, wenn du siehst, ja, aber so ist es halt einfach. Naja. Aber ich glaube, daran gewinnen kann man sich nicht. Das ist schon ich etwas, was... Schon, klar. Auf jeden Fall, ja. Pilot Markus ist mit 650 Kilo Material für die Hörnli-Hütte unterwegs. Darunter Esswaren, wie Kartoffeln oder Käse für die Hüttenrösti, und Getränke. Jetzt sehen wir die Hütte, ist ganz leicht im Nebel, aber wir können problemlos dazu sein. Kurt Lauber erwartet ihn. Marco, das ist nur so dünne Nebelschwade, aber Südseite ist immer offen. Ich glaube, es zieht jetzt gerade durch. Das ist kein Problem, Kurt. Das geht gut. Danke. Regelmäßig versorgen die Piloten der RZ Matt die Hütten im ganzen Oberwallis. Okay, Kurt, gibt dir einen Haken gerade. Okay, tipptopp. Zusätzlich hat Markus noch ein besonderes Geschenk aus seinem Heimatkanton mitgebracht. Echten Entlebucher Bärzi für die Mitarbeiter der Hörnli-Hütte. Der Flug war für ihn auch nicht ganz uneigennützig, denn seine Freundin Els arbeitet diesen Sommer auf der Hütte. Hallo. Er hat sie lange nicht gesehen. Hoi. Wie geht's? Tipptopp. Gut. Du willst dich nicht zu fest nerven. Nein. Ihr geht später. Und schon heißt es wieder Abschied nehmen. Ups. Also, ciao, Schneck. Ich muss ein bisschen kommen. Willst du kommen? Nein, ich sage da, ciao. Ciao und tschüss. Tschüss. Bis gleich. Ciao. Ciao. Tschüss. Auf dem Rückflug ins Tal transportiert er den Abfall der Hütte. Oh ja, das sind genug zwei, ja. Auf der Terrasse der Hörnli-Hütte sitzen die Touristen und beobachten das Matterhorn. Kurt und Els schauen nach dem Zelt der rumänischen Bergsteiger. Trotz der Warnung von Kurt sind sie gestern aufgebrochen und immer noch nicht zurück. Ja, das da müsste das Zelt sein von den drei Rumänen. He? Ja. Sie nehmen immer noch nicht zurück. Ja, die sind jetzt noch da oben. Ja, die sind schon noch da oben. Wie kommen die schon? Vielleicht kommen sie ja gleich. Sehr mal schauen. Es ist überhaupt noch viel Material hier, das schon länger hier ist. Im Tal startet eine Suchaktion. Mit dabei Rettungschef Bruno Jäck. Auf diesem Gletscher unter dem kleinen Matterhorn ist eine Japanerin verschollen. Vor einem Jahr hat sie das Skigebiet leichtsinnig verlassen. Mit dem Snowboard ist sie in eine Gletscherspalte gestürzt und nicht mehr aufgetaucht.
Nun haben Rettungschef Bruno Jelk und sein Team vom japanischen Konsulat und den Eltern den Auftrag bekommen, ihre Leiche zu suchen. Irgendwo hier unten, in der Weite der Gletscherwelt, liegt sie, in der Tiefe des Eises. Auf der Basis ist das deutsche Ehepaar Kasper auf der Spurensuche nach ihrem Sohn. Karin im Boden holt die Akten aus dem Archiv. Das ist in Einsatz von 2004, wenn ich mir sogar rausholen musste, weil irgend. Ja, also die, das war ein Absturz am Rotgrat 2004. Und die Angehörigen von dem Gast sind jetzt hier. Und ich würde gerne mal mit jemandem reden, der da beteiligt war. Jetzt würde ich mal nachschauen, wer beteiligt war und ob jemand von denen heute hier ist. Dass man mit denen mal ein paar Worte reden kann. Ich habe jetzt nach zwei Jahren ich jetzt Mühe gefunden, mal vorbeizukommen. Und dann würde man vielleicht mit denen mal ein bisschen reden, dass sie es ein bisschen aufarbeiten können. Pilot Robi Andenmatten musste damals den Sohn nach dem Absturz bergen. Seit zwei Jahren quälen sich die Eltern mit Fragen, zu denen sie keine Antworten fanden. Nun haben sie allen Mut zusammengenommen und hoffen, den Tod ihres Sohnes besser verstehen zu können. Also er war der Pilot, der diesen Flugeinsatz geflogen hat. Er ist selber auch Bergführer. Ja, ja. Er ist selber auch Bergführer. Da können Sie mit ihm... Ha? Ja. Ja. Bruno Jelk und sein Team von Bergführern machen sich bereit für eine aufwendige Suchaktion nach der Japanerin. Am Rande einer Spalte stellen sie das Dreibein auf, an dem sich die Bergretter in die Gletscherspalte abseilen. In der Hoffnung, dass sie am richtigen Ort suchen. Ja, wir müssen daran glauben, dass wir sie finden und hoffen, dass wir sie finden. Aber weißt, du musst schon sehen, der Gletscher der schiebt und die Spalte zusammen und das Zeug alles zusammen. Da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach sehr klein. Aber wir hoffen trotzdem, dass wir sie finden. Ein Bergführer seilt sich ins Innere des Gletschers ab. Gut, so muss schön seilen gehen. Gut, stopp. Stopp! Ich mache so Schwingbewegungen im Achte, Zürcher. Mit einem Spezialgerät sucht er die Spalte Meter um Meter ab. Der Schiff weist über eine Schneebrücke auf. Wenn man es nicht sicher ist, könnte man hier noch mal eine Satzbrücke hier. So. Nichts da unten, ne? Da ist nichts. Aber ein riesen Loch. Bis hier oben bin ich ganz da drin. So. Und hier auch noch. Super. Gerade in dem da. Hier am Hohlraum? Da. Nein, hier ist gut. Gerade da müssen wir aufpassen. Hier so. Ist es ein bisschen hell. Auf der Basis können die Kaspers endlich Fragen stellen. Wir wollten noch einmal hier hin, wo das geschehen ist. Weil unser Sohn die Berge unheimlich liebte. 10-mal Matterhorn hat er bestiegen. Alle 4000er hier ringsrum. Und er wollte es Weißhorn machen, wie mein Mann schon sagte.
Und dann hat er umgebucht, weil das Wetter schlecht war. Ja, ja. Ja. Und dann löst sich auf 3900 Meter diese Felsen. Ja, genau, genau. Ja, und die haben ja nichts mehr gemerkt. Ne? Nein, nein. Sobald nein, die nein, 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 nein. fallen. Nein, 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 das ist ja. So. Das ist ja, so. Ne? Das geht alles so schnell. Ja, ja. Und es ist wenn schon man so. Denkt, ist schon vorbei. Ja, ja, logisch. Ja. Logisch, ganz klar. Und dann kriegen die nichts mehr mit. Da kriegen die nichts mehr ja, mit. Das ja, geht so ja. Schnell. Meistens ist der erste Aufschlag ist. Tödlich, ja. Ist der Weg. Ja, ja. Ins ja. Andere Leben. Ja. Das ist schon ja. So. Ja. Im Endeffekt, es ist halt das Leben und es sind halt die Berge. Auf dem Gletscher geht die Suche nach der Leiche der Japanerin weiter. Ja, die Angehörigen hätten gerne, dass man natürlich gleich findet, dass man die Person findet. Es geht um das, oder? Es ist immer für die Angehörigen schwierig zu verstehen, wenn man gleich nicht hat, also die Person nicht findet. Und da haben sie einfach Mühe. Und das ist immer, wie jetzt hier in Zermatt, über 20 Vermisste und die Angehörigen melden sich beständig. Und ich kann einfach das nicht verkraften, dass man sie nicht findet, oder? Und begreifen so vielfach nicht richtig. Dass man sie nicht findet. Ja gut, man muss die Leute auch verstehen, oder? Du bist mal auf die gleiche Situation in die drin. Du hast ein Kind, das dir fehlt oder so, gell? Du musst natürlich auch alle Mittel ausschöpfen, dass sie findest. Jetzt hat sich da wieder ein Wahrsager gemeldet. Die sollte da oben sein, Reichi. Ja. Ja. In der Mulde drin. Da oben. Auf der Höhe von dem Felsen so oben in den Spalt. Glaube tue ich nicht. Hey, das ist doch gut, verdammt, Herr Hukus. Die Aktion ist auch für die Rettungsspezialisten nicht ungefährlich. Das Eis in den Gletscherspalten ist brüchig und die dünne Schneedecke, auf der sie sich bewegen, kann jeden Moment einbrechen. Das sind wir gerade länger. He? Unterdessen auf der Basis. Wir sind jetzt hier und ich möchte es ganz gerne. Denn er wollte immer, dass mein Mann auch einen Rundflug macht. Aber nein, ich fühle mich dem psychisch nicht gewachsen. Und ich habe Thrombosen in den Beinen und dann ist dieser plötzliche Höhenunterschied vielleicht nicht ganz ja gut. Das möchte ich ganz gerne. Wenn wir am Donnerstag kommen. Ist nicht wunderschöner Berg. Ja. Wunderschöne ja, Berge als ja. Hier. Eins muss ich Ihnen auch sagen. Wir sind dankbar, dass wir ihn haben durften, so lange. Das ist die Hauptsache. Ja. Und wir haben einen tollen Sohn gehabt und tolle Erinnerungen. Super. Das ist die Hauptsache. Alles war, das muss ich auch noch sagen, denn Sie wissen ja, alles war irgendwie der Rucksack, was er. Ach ja, alles mal. War zerstört. Selbst die Geldscheine im Portemonnaie ja, waren zerrissen. Ja. Und dann finden wir einen kleinen Zettel, der war unversehrt, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Aha. Erinnerungen. Und zum Schluss steht's, das war's. Das war's. Das ist Fügung. Ja. Da können wir nichts machen. Und morgen sieht die Welt vielleicht schon wieder etwas anderes aus. Richtig. Gut. Möchten wir uns ganz schön. Herzlich bedanken. Vielen Dank. Dankeschön. Dann kommen Sie vorbei oder am Donnerstag oder wenn Sie immer sich entschieden haben. Ja. Ja. Schönen Dank. Hey, da, wie geht's? Die Kaspers müssen sich nun entscheiden, ob sie den Flug zur Absturzstelle gemeinsam machen werden. Am Matterhorn sind die Verhältnisse nach wie vor schlecht und gefährlich. Nur wenige Bergsteiger sind unterwegs. Einzig die Rumänen haben ihren Plan durchgezogen.
befinden sich nun aber im Abstieg. Nach 2 Tagen sind sie wieder zurück bei ihrem Zelt. Bei guten Verhältnissen dauert die Besteigung des Matterhorns rund 9 Stunden. Els will wissen, wie es ihnen geht. Ich sage nichts. Wart ihr auf dem Gipfel? Ja, aber kein Kommentar. Ihr wart auf dem Gipfel? Natürlich. Und wie lange habt ihr gebraucht? Ich sagte kein Kommentar. Ich will keine Fragen beantworten. Wie war es? Viele Leute unterwegs? Nein, natürlich nicht. Nun, dann wünsche ich euch alles Gute. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. Auf der Terrasse der Hahnli-Hütte informiert sie Kurt Lauber über ihr seltsames Gespräch. 2:30 sind sie dann am Camping eingetroffen. Doch noch lange, ja. Ja, und dann hat er dann erst gefunden, es hätte zu wenig Schnee gehabt, dass man nicht auf den Gipfel hätte können. Ja, gut, schlussendlich ist es ein typisches Beispiel, genau so, wie man es nicht sollte machen sollte, oder? Ja, genau. Sind genau die, wenn das Wetter umgeschlagen hat, haben sie sich dann auch geholt. Ja. Wenn das Wetter effektiv umgeschlagen hat, haben die, Hilfe gebraucht hätte für ihren Platz in der Sohle, weil er keinen Platz mehr kann. So ist ja das zum Glück so positiv rausgekommen. Ja. Gegen Abend ziehen Wolken auf. Für die nächsten Tage ist schlechtes Wetter angesagt. Das verheißt nichts Gutes, denn viele Bergsteiger sind noch unterwegs. Und die Bergretter können nicht fliegen. Auf der Basis ist ein Notruf von einem jungen Paar eingegangen, das letzte Nacht am Zinal-Rothorn vom schlechten Wetter überrascht worden ist. Philipp berät sich mit Gerold. Was läuft jetzt da genau mit denen da oben? Also der Kurt hat gesagt, er geht schauen, sobald das Wetter besser wird. Seht er oben so? Ja, sag ich, ein bisschen besser. Ein bisschen. Seht er von der Horen hinten oben? Ja. Ah, ja. Sobald das er das Gefühl hat, wir können gehen, der ist sofort aufgebiet und dann gehen wir den Brief. Ich noch holen und oben drin tun und schauen, so schnell wie möglich wieder rausnehmen. Weil er sagt, die 2. Nacht könnte kritisch werden für dich. Ja, und sonst gibt es eine Füßrettung. Ja, das ist höchstwahrscheinlich das, was man sich jetzt überlegen will. Gell, bis die hier oben an der Gabel sind, vergehen die 3-4 Stunden. Nein, er sagt, also 1,5 bis 2 müssen wir entscheiden. Ha? Tüftler Patrese nutzt das schlechte Wetter auf seine Art und Weise. Bereits seit ein paar Tagen schweißt und bastelt er auf der Basis im Geheimen an einer speziellen Treppe für Heli-Passagiere. Nachher für ältere Leute und so, behinderte Leute, dass die einsteigen können. Wir müssen noch das Patent drauf lesen, das ist gut. Also ein bisschen basteln. Die Situation des jungen Paares am Zinal-Rothorn hat sich zugespitzt. Eine weitere Nacht in der Kälte wurde für sie kritisch. Trotz Nebel, Wolken und Wind wagt Robi mit Flughelfer Reto und 2 Bergführern einen Rettungsversuch. Oben am Zinal-Rothorn hat sich der Nebel wieder verdichtet. Robi setzt die beiden Bergführer in der Nähe des erschöpften Paares auf einer Flanke ab. Die Bergführer funken mit Robi. Robi, Alpha 40. Ja, Kurt. Robi, wird's geil. Gehst du mit der Wind an oder schwebend? Was ist dir lieber? Wirst du lieber mit der Wind an dich?
Wir sind gerade so geächtet, wir sind gerade 3 Meter uns vor und Tag an weg. Ja, das ist, glaube ich, fast besser. Ich kann schon weg mit Wind. Ja? Jawohl. Bist du bereit? Bist du die hinteren zwei? Die Kletterer sollen mit der Seilwinde aufgenommen werden. Wind hast du von Westen, gell? Schau mal hier, schau mal den Bauer, schau. Doch die Windböen werden immer stärker und unberechenbarer. Ja, jetzt geht's mal gerade, wir müssen gerade einen Moment warten. Wenn so schön in der Liebe ist, können wir eben Frühstück Platz gehen. Eigentlich ist nicht mehr, ist weniger im Leben. Ja, jetzt setzen wir gerade weiter. Der Boris Kessler, jetzt mag ich noch gar nicht kommen. Ah, nee. Hey, mein Stutzi. Ich sehe das. Ja, das unglaublich. Jetzt wollen wir es einfach loslegen, gell? Ja, weißt du was? Mag ich da einfach die Karte. Ja, es ist zu gefährlich. Pilot Robby bricht die Aktion fürs Erste ab. Auf der Basis testet Patrese sein Gestell. Ich küsse Wägele. Das ist flott. Über dran. Abstellen. 3 und rauf. Am Zinal Rothorn wagt es Robby erneut. Okay. Dann brauchen wir mal die zwei gehen. Die zwei, Robby. Er will die Kletterer dieses Mal nicht mehr mit der Seilwinde, sondern schwebend einladen. Nichts gut. Okay. Zuerst auf die Kufa. Geht über die Kufa. Und langsam hierher. Ei, also die... Bitte, Gerold, bleib mal so, ich gehe so rechts weg. Soll ich den Helm mit der Wind sichern? Jawohl, dann kannst du gleich da unten an der Felix noch über den Gletscher bitten. Nun fliegt er das Paar zu einem Zwischenlandeplatz weiter unten. Ja, dann kannst du gleich über den Felix reichen. Dann gehen wir mit denen alle im Rindstreit. Jawohl, das ist gut. Das ist mit mir, kann ich gleich überleuchten, sag. Dann gehen wir alle. Doch kurz vor der Landung im Tal beschlagen sich die Scheiben des Helikopters. Blindflug. Die Kletterer sind sich anscheinend nicht bewusst, welche Risiken die Retter auf sich genommen haben, um sie aus der Notsituation zu evakuieren. Verletzung hast du keine, ha? Nein. Was ist denn passiert? Wir sind gestern in den furchtbaren Sturm gekommen, als wir oben am Kreuz waren, fing es an und da hat es dann nur noch gehaufelt, geregnet, also da war dann nur noch... Ich glaube, das hat es. Heute Wassereis am Berg. Ja. Und wir kannten den Weg eben nicht. Das heißt, wenn man nicht weiß, wo man lang gehen muss, dann findet man es auch so, also den Abstieg da. Entschuldigung. Da seid ihr von der Montet her gekommen? Genau, den Nordgrat haben wir als hoch gemacht und dann wollten wir... Wichtig ist, alles ist okay. Ist alles in Ordnung, ja. Auf der Basis sichern unterdessen die Mitarbeiter der Erzermatt ihre Helis. Also ich werde Rotorblätter haben, weil der Helikopter im Anflug ist. Ja, es geht schon ein bisschen gerade hin und her gewackelt. Sie erwarten keinen Sturm, sondern den Anflug des italienischen Rettungshelikopters Agusta Bell 139. Er ist größer, kräftiger, leistungsfähiger und etwa gleich teuer wie die gesamte Flotte der Air Zermatt. Bestückt ist er mit einer Armada von Ärzten, Rettungssanitätern und Flughelfern,
welche eine Italienerin, die sich im Skigebiet von Zermatt verletzt hat, in ein italienisches Spital zurückfliegen soll. Markus interessiert sich aber vor allem für den Helikopter. Dann geht's zurückleiten, wenn es ist, gell? Ja, ciao, ciao. Robi ist wieder zurück auf der Basis. Ist alle helle, Micha? Nein, aber ich bin nicht mehr. Aber es ist noch völlig heavy, gewesen, gell, oben am Ding. So. Am Graden. Es ist. Du musst immer noch auf den anderen Heli auch noch schauen. Ja, das ist nicht mal so. Wir hatten mal reden wir gesehen, er konnte nie die Distanz abschätzen. Ja, gut, er ist immer auf der linken Seite. Ich muss jetzt drin drehen, dass ich etwas sehe. Du musst einfach immer gleich viel Risiko nehmen, oder, Robi? Ja. Was geht, geht. Ja, es muss einfach gehen. Es muss funktionieren. Du musst einen sicheren Weg gehen. Der jetzt schwer verletzt ist, oder? Mir hat nichts gefehlt. Da regst du dir nachher aber ein wenig auf. Ab solchen höheren Krampen. Ist schon besser, wenn man die dann brechen holt. Sonst kannst du in den Mauer ab dem Fels gehen. Eine Spitze. Ja, das ist natürlich ein absoluter Traum, der Heli. Das ist wirklich das Neueste vom Neuesten. In Sachen Elektronik, in Sachen Leistung. Er ist einfach, muss halt auch realistisch bleiben. Für eine Gebirgsbasis wie uns ist er zu gross. Er hat natürlich auch Nachteile mit dieser Größe. Aber jetzt als SAR oder als Rettungsheli ist es wahrscheinlich etwas vom Schönsten und Besten, was es gibt. Ciao! So. Feierabend für Gerold. Dani, du! Chauffeur der Camion. Ja, kann ich schon. Warte, ich kann mal schauen. Ich werde noch mal fertig machen. Ich kann schauen. Power. Unglaublich. Man will immer das, was man nicht hat. Bruno Jelk ist auf dem Weg zum Hotel des deutschen Ehepaars Kaspar, das seinen Sohn vor 2 Jahren auf tragische Weise bei einem Absturz verloren hat. Jelk war damals bei der Bergung auch dabei. Nachdem sie bereits mit Robby gesprochen haben, erhoffen sich die Kaspers nun auch von ihm Antworten auf Fragen zu bekommen, die sie seit 2 Jahren quälen. Sie sind der Jelk. Ja. Das Schicksal, ja. Wo das ja. Gibt, oder? Ja. Sie sind Leiter der Rettungsstation. Station. Ja. 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 Es wäre schön, wenn Sie uns noch irgendetwas erzählen könnten. Das ist wieder so ein Pechunfall. Wo beim Autofahren auch passieren kann. Oder? Ja. Es war, wie ich gelesen habe, eine Sekundärursache. Das bedeutet also kein eigenes Fehlverhalten. Nein, kein eigenes Fehlverhalten. Kein Nichtkönnen, nein, sondern nein. Der Stein hat sich gelöst. Der Stein hat sich gelöst und ja. Dort haben die alten Bergführer schon gesichert. Immer, oder? Ja. Schon vor 50 ja. Jahren ist es der benutzt worden zum Sichern. Mehr können wir nicht mehr tun. Ja, wir hätten ja. Auch lieber etwas mehr gemacht. Oder anders gemacht, ja. Aber wir sind hier und da halt machtlos. Ja? Ich möchte auch ganz gerne, ich weiß noch nicht, mein Mann, aber ich möchte gerne am Donnerstag kommen und einen Hubschrauberflug machen. Ja, es sollte schon persönlich sein. Oder? Das ja. Ist, also ich möchte es ganz gerne. Ja, ich möchte einmal sehen, und zwar, weil er die Berge, die, nicht wie er also ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte. Warum er die Berge so geliebt hat, was ihn da so nicht gereizt hat, was ihn da so gefesselt hat. Ja. Aber welche Zeit möchten Sie dann fliegen am Donnerstag? Wann haben Sie Zeit? Ja gut, bei mir ist das immer ungewiss. Oder? Aber richtet sich auch nach dem Wetter. Ja, ja dann muss man wenn das Wetter nicht gut ist, dann ich würde es schon am Morgen machen, da ist die Sicht ja. Und alles immer besser. Ja. Ja, Gallöfe.
Was willst du da, gell? Ich kann nicht mehr sagen, wie die Frage beantworten. Und ich habe das Gefühl, sie verkraftet eher als er. Er hat schon Mühe, gell? Er hat unheimlich Mühe. Und er wird immer Mühe haben, wie ich das einschätze. Er kann das verkraftet das nicht auf Anhieb. Gell? Dass nach 2 Jahren noch so emotionell sich zeigt, glaube nicht, dass er es verkraftet. Zieh einer. Das ist meine. Mal schauen, was am Donnerstag läuft, mit was der fliegen. Ja. Aber das ist, gell, ich kann ja nicht etwas anderes sagen. Was willst du sagen? Das ist immer schwierig, mit so Leuten zusammenzukommen. Aber gehört auch dazu. Notruf am Matterhorn. Die Bergretter waren bereits auf dem Weg nach Hause, als die Meldung von der Hahnli-Hütte eingegangen ist. Okay. Pilot Markus und die Bergretter machen auf dem Heliport die Lama bereit. Absturz am Matterhorn. Kann alles heißen. Total Absturz oder verletzt. Oder ich gehe jetzt mal den Bruno holen und schauen, wie es aussieht. Was erwartet sie am Matterhorn? Gemeinsam mit Arzt Olli und dem Flughelfer Furi holt Markus Bruno Jelk zu Hause ab. Bruno ist gut, Bruno ist gut, Ja, wir sind vor 5 Minuten gestartet, Richtung Hörtlingrad. Verstanden, ich habe 5 Minuten mal gestartet, Richtung Hörtlingrad. Ich habe zur Information, eine weibliche Patientin, 20-jährig, hat eine gelbe Jacke. Das ist verstanden, India. Okay, Oli, du hast das Geschäft, ja? Ich habe alles an. Ja. So wie es aussieht, könnte es eine Patientin sein. Heli Alpha 4. Ja, Kurt, wir sind unterwegs. Wir gehen mal in die Ostwand schauen. Ja, ist gut. Ich habe schon gesehen, die sind da von der Feldhäusbruch. Dann funken sie mit Kurt Lauber in der Hahnli-Hütte. Eine Bergsteigerin ist in die Ostwand abgestürzt. Ich gehe gerade hier unten schauen. Ja, aber ganz gleich mal schauen, wo der Leute, der gepeint ist. Der sehe ich nicht von hier. Okay, verstanden. Pilot Markus steuert den Heli zuerst zur Unfallstelle in der Wand, um herauszufinden, was passiert ist. Ah, hier, die Seite. Da ist einer gerade aus. Ja. Da sehe ich blau. Ich sehe sie da unten. Im Kulua, nicht im Kulua unten, genau. Ja. Mach keine Wand. Geh gerade runter, ja. Gehst du gerade drehen, oder ich was? Ich gehe schauen. Ja. Die verunfallte Bergsteigerin liegt in einem Kulua. Sie ist 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Ah ja, da über 3. Ah, da ist doch nichts mehr zu wählen. Nein, da ist nicht mehr zu wählen. Jede Hilfe kommt zu spät. Kurt, wir tun gerade den Bruno und den Rolli über und machen es mit dem Meers. Und nachher tue ich dich oben drin, für die anderen 12 Grad oben runterzunehmen. Ja, das ist gut, Markus. Ist die Kabine sicher noch dort, ja. Von der Hahnli-Hütte aus bei Kurt Lauber soll die Bergung koordiniert und vorbereitet werden. Ich gehe auch auf K und gleich rechts hoch. Unten auf der Basis sind die Mechaniker an der Arbeit. Sie führen Servicearbeiten an einem der 5 Helikopter durch. Peinlich genau überprüft Mechaniker Ernesto die Rotorblätter auf allfällige Risse und Loslösungen. Die kleinste Unachtsamkeit kann große Folgen haben. Ja, wenn es loslösen geht, dann ist es ganz anders. Dann sind sie so stumpf, dass dann die Lanzen so klar. Bruno Jelk bereitet sich bei der Hahnli-Hütte auf die Leichenbergung am Matterhorn vor. Überrascht. Ja, ich starte.
Gemeinsam mit dem Arzt wird er unter dem Heli am Seil zur abgestürzten Bergsteigerin in die Wand geflogen. Jeder muss dem anderen bedingungslos vertrauen können. Vorhin ist alles gut. Jawohl. Vorhin, ich wäre einfach froh, wenn du mir oben auf die Steine und auf die Rotorfreiheit schaust. Das wäre im Moment das Wichtigste, weil positionieren kann sie nicht gut. Gut, wenn ich einfach Rotorblätter oder Gabig. Ja, da wäre ich sehr froh. Vorne ist 4 Meter. Oben ist gut. Markus setzt Bruno Jäg und den Arzt am Unfallort ab. Bruno, musst du noch etwas haben zum Sichern oder ist gut im Moment? Ich will sichern, ich soll lernen, mal dran. Jawohl, brauchst du Kurt noch zum Sichern? Schatz, du gehst mal auf meinen Bart. Die Unfallstelle ist eisig und steil. Bruno Jäg muss sich vorsichtig bewegen. Er fotografiert den Ort des Absturzes. Bei der Hörnli-Hütte wartet Kurt Lauber. Er soll die überlebenden Kollegen der abgestürzten Bergsteigerin aus der Wand holen. Sie waren es, die nach dem Absturz um Hilfe gerufen haben. Auf einer kleinen Alp oberhalb von Zermatt spürt Pilot Gerold nichts von der Dramatik am Matterhorn. Er hat heute seinen freien Tag, den er mit seiner Frau Sabine genießt. Sie sind zur Alphütte aufgestiegen, die schon seit Generationen Gerolds Familie gehört. Von hier aus beobachten sie die Tiere am Waldrand. Oberhalb von dem Gedi. Arschle. Dann hat er. Fühlst du dich wohl hier? Wunderbar. Das ist unser Paradies. Ja, zum Abschalten gibt es nichts Schöneres als hier oben. Wir haben zwar den direkten Blick auf den Heliport. Wecker brauchen wir auch keinen morgens. Hier in der Abgeschiedenheit findet Gerold die Ruhe und den Ausgleich zu seinem teilweise doch sehr belastenden Job als Bergretter. Ciao zusammen. Ciao, Mina. Tschüss. Bei der Hörnli-Hütte steht Kurt Lauber für seinen Einsatz bereit. Er informiert sich bei Markus über die Situation am Berg. Ja, nicht gut, hä? Nein, sieht nicht gut aus. Nein, das kann fast nicht sein, dass er ein Stück über ihn kann. Es ist so, ziemlich dort, wo das Gull war, am tiefsten eingeschnitten ist, dort rein. Ja. Aber es ist verdammt blöd. Es ist gerade wieder ein Absatz, weißt du, es steht verdammt spitze. Ich will nur schauen, dass die da oben einen Einstein drehen, weißt du? Ja, sag nicht. Das geht ja genau da. Ja, genau. Kurt macht sich Sorgen, dass sich bei der Rettung der anderen Bergsteiger durch den Wind der Rotorblätter Steine aus der Wand lösen könnten, die Bruno Jäg im Kulvar gefährden. Kurt, nimm ich vielleicht den Bruno gescheit, er geht zuerst schnell raus, nicht, dass man da und was etwas runterlässt. Oder was meinst du? Ja, wir können prüfen, auf alle Absätze draufgehen, das sollte kein Problem sein von dem. Die Bergsteigerkollegen der jungen Frau stehen direkt oberhalb der Absturzstelle. Sie beschließen, das Risiko einzugehen und kurz zu den blockierten Bergsteigern zu fliegen. Auch Pilot Gerold hat schon viele solche gefährlichen Einsätze geflogen. Wie geht Ehefrau Sabine damit um? Angst, wenn er weg ist, habe ich eigentlich keine mehr. Nein, am Anfang habe ich viel mehr Angst gehabt. Aber jetzt. Nein. Gewöhnst du dich dran?
oder? Gewöhnt man sich dran, genau. Zwar manchmal schon. Dann hast du Angst? Nacht? Ja, wenn es schlecht Wetter ist, oder? Ich kann so ein gutes Gefühl haben. Aber bis jetzt hat sich das ungute Gefühl Gott sei Dank nie bewahrheitet. Also, das Einzige, was du dagegen kannst machen, ist einmal mal am Morgen recht sich verabschieden. Das tut man sicher bewusster als früher, oder? Ja. Dass man nicht irgendwie wie im Streit aus dem Haus geht oder so, da ist man schon bedacht, dass man da den Frieden hat. Aber sonst viel machen kannst du da nicht. Das ist noch vor Seebach, ab 3. Vor 5, ab 2. Vor 2, ab 1. Markus setzt kurz auf der schmalen Kante bei den überlebenden Bergsteigern ab. Achtung, Bruno, ein Rucksack kommt zu mir. Dann plötzlich. Ein Rucksack wird vom Abwind der Rotoren weggeblasen und fliegt genau in die Richtung von Bruno Jelk und dem Arzt. Ja, ist ein Rucksack gewesen, hä? Jawohl, aber schnappt Bruno aber aus. Doch es ist nichts passiert. Sprecht ihr Englisch? You want to fly out, huh? Back to the hut. Wir werden euch jetzt zur Hörnli-Hütte fliegen. Alle drei von euch. Da unten steht noch einer. Ein Freund von uns. Der Blaue da unten. Wie viel seid ihr gesagt, Bruno? Ja, drei. Das ist okay. Kannst du kommen? Markus hat nun die Aufgabe, Bruno Jelk, den Arzt und die abgestürzte Bergsteigerin zu bergen. Vorne alles klar, Heck alles klar. Alles gut, Bruno? Alles gut. Ich gehe Gott zum letzten Mal. Kurt, hast du schon alle draus? Nein, Bruno, noch keine. Ich warte noch, bis ihr unten seid. Dann tue ich hier einfach drei draus und müsst ihr noch die Füße, damit ich noch in den vierten reinkomme. Dann tun wir die Struppe dran, gell? Ja, genau, die Brüche, ja. Kurt Lauber instruiert die überlebenden Freunde über die bevorstehende Evakuierung. Ja, ich kann euch dann da sein. Ja, ohne Karabiner. Es ist schon Karabiner dran. Bruno Jelks Arbeit ist getan. Gell, schwierig zu sagen, es meldet keinen Absturz. Aber vermutlich mit den Steigeisen verheizt. Ausgerüstet ist natürlich sehr gut, gell, aber einfach vielleicht mit den Steigeisen irgendwie fehltritten. Oder etwas ausgebrochen. Ich kann da jetzt gerade hinwäschen. Gell. Markus ist im Anflug zu Kurt Lauber und den anderen Bergsteigern, um sie herauszuholen. Auf, immer noch 2 Meter. Auf einer. Auf die halbe, so ist gehört. Vorne ist gehört. Auf 2. Kurt Lauber weist Pilot Markus ein. Auf, immer noch 2 Meter. Auf einer. Auf die halbe, so ist gehört. Ist gehört, Markus, das ist langsam, Martin. Am Zwischenlandeplatz gibt Bruno Jelk neue Anweisungen. Also jetzt gehen wir hier zusammenpacken, wenn du das Netz hast.
und nachher auf die Basis. Aber ich sollte noch gerade eine Runde drehen, um noch ein Foto zu machen, von ein bisschen auf Distanz. Und dann zurück auf die Basis und das Foto der Polizei zeigen und schauen, ob das genügt für ihn. Alarmiert von den Bergrettern trifft auf der Basis der Kantonspolizist ein. Per Funk bekommt er Informationen von Kurt Lauber, der mit den Überlebenden zurück in der Hörnli-Hütte ist. Ja, soll ich's, Buddy. Sag, kannst du mir gerade etwas mehr Informationen geben, was da oben noch genau abgeht im Moment? Wie viele sind das? 4 Stück im Gesamten. Mit dem Toten. Eine Fünfergesellschaft, ja, Mann. Ich komme jetzt mit dir an, der am verunglückt ist, am Abend von Herrenburg, gell? Jetzt ist die Frage, die Kollegen von der, gell, die haben hier gezählt, gell? Jetzt ist entweder, wenn du willst, das kannst du selber entscheiden, ob du Brüche willst, dich hier einvernehmen, oder sonst schicke ich dich halt morgen auf den Polizeiposten, gell? Ja, das ist gehört. Nein, wenn die nachher an mich kommen und dann ich auf einmal schauen, dass der Bestatter der organisierte kommt. Gut, merci Patrick, schön. Ciao. Ich würde merci vielmal laufen, gell? Schön, gell? Ciao. Vor knapp einer Stunde befand sich diese junge Bergsteigerin noch im Abstieg zur Hörnli-Hütte. Dann passierte der fatale Sturz in die Tiefe. So schmal und unbegreiflich kann die Grenze zwischen Leben und Tod am Matterhorn sein. In der Hörnli-Hütte realisieren die Freunde langsam, was passiert ist. Sie stehen unter Schock und wissen nicht weiter. Rettungssanitäter Furi probiert, sie zu beruhigen und zu helfen. Was sollen wir jetzt machen? Wir waren noch nie in einer solchen Situation. Was sollen wir nun tun? Kein Problem. Wir gehen jetzt alle nach Zermatt. Wir gehen jetzt alle nach Zermatt? Ja, und da wird dann ein Care-Team sein, das euch betreut und weiterhilft. Okay? Okay. You understand the care team? Yes, I understand. Okay. Das Matterhorn hat ein weiteres Opfer gefordert. Pro Jahr sind es rund 8. Oft sind es wie in diesem Fall Unerfahrenheit und schlechte Verhältnisse, die zum Absturz führen. Wie sich inzwischen herausgestellt hat, handelt es sich um eine 23-jährige Polin mit wenig Klettererfahrung. Der Unfall wird nun amtlich untersucht. Hey, das ist klar. Hey, das ist gut. Ich schaue jetzt gerade, schauen, der Bruno bereits Foto gemacht. Je nachdem, wenn ihr gleich noch Flick habt oder so, weil ich noch gerade ein paar Übersichtsfoto habe. Ist der Leber das? Eine Waage, ja. Es sind nur 3 Stück da, gell? Die müssen auf jeden Fall. Jelk hat die Absturzstelle in der Ostwand für die polizeilichen Untersuchungen fotografiert. Das ist klar. Ich schaue jetzt gerade, schauen, ha? Ich muss mit dem Richter Rücksprache. Gut. Schön, egal, ciao. Ja, es hat gemeint, mit dem Richter Rücksprache nehmen, das lange, aber von mir ist es die Foto brauchbar. Das ist von unten auch, von der Position auf, das ist da oben nachher, gell? Hast du ein super sichs Foto drauf? Ja. Ja, das ist gut, das ist gut. Das ist hier nicht sie da. Ja. Gell? Mhm. Weil das gut war. Das hält eigentlich lange. Ich tue jetzt gleich mal dem Richter anrufen, weil es vielleicht auch nicht etwas will oder so. Pilot Markus wurde vom Einsatz überrascht. Er hatte seinen Dienst eigentlich schon beendet. Da hat man zu viel der Taste gelaufen. He? Ja, hat man. Geht ja halt schnell. Aber ich war gerade noch im Dorf. Ich hatte nicht so weit geführt. Aber es ist natürlich eben, mit dem muss man einfach rechnen. Wobei jetzt heute von der Wetterlage und vom Schnee hat man eigentlich denken, dass nicht so viel unterwegs sind. Mhm. Aber genau in diesen Situationen passiert es natürlich. Mhm. Wie ist es für dich so? Glück, kannst du da abschalten oder wie ist es für dich? Ja, das kann ich relativ gut. Ich denke, es wäre etwas anderes, wenn man die Leute ganz gut können. Aber so ist es einfach.
Ja, es ist sicher nicht ganz normale Arbeit, aber es ist einfach ein Einsatz. Und wo leider jetzt also ein Tag, der für die nicht so gut geendet hat. Aber es ist, für uns ist es ein Tag. Halt eine Rettung oder eben so eine Bergung. Also muss Personen, denke ich. Ja, ich glaube, wenn es wirklich das würde eine Woche verfolgen, das wäre, glaube ich, noch schwierig. Auf der Basis sind andern Tags die Eltern Kaspar eingetroffen. Es ist der Todestag ihres Sohnes. Gemeinsam mit Bruno Jelk und Robby Antenmatten wollen sie nun doch zur Absturzstelle fliegen und Abschied nehmen. Mit dem Flug hoffen sie, endlich Ruhe zu finden. Alles klar. Okay. Da ist das hin. Wo kann das sein? Geht's Ihnen? Gut. Alles gut. Klar. Jetzt haben wir noch so 5 Minuten, dann sind wir da. Da oben ist die Täschhütte. Ja, ja. Nicht die Stelle unten, oberhalb. Nein, nein. Wo der Weg, ja. Das ist die Täschhütte, ja. Ein Jahr vorher war ich mit ihm da oben. Bis zur Täschhütte? Ja. Ah, ja. Von der Täschhütte sind die ja morgens aufgebrochen. Ja, genau. Wir sind da hinüber, ja. So quer hinüber und dann hier über diesen Grat da. Aha. Mein Gott. Keine Zeit. Nein, ja. Nein. Hier über den Grat, über die Felsen. Ja. Und dann da hinauf. Ja. Wir sind hier auf und dann auf diese Kante, auf diese Seite. Ja. Und dann so hinunter. So hinunter. Genau. Ja. Ja. Und das ist die Route da, die geht dann jetzt über den Grat und früher sind sie über die Skulwar hinauf. Jetzt gehen meistens über den Grat. Ja. Gell? Ja, jetzt gehst du hin von. Ja, da wären sie schon oben gewesen. Ja. Das hat er nicht mehr sehen können. Oh nein. Und das ist der Gipfel da drin. Ja. Guck, da haben es welche erreicht. Warum? Darf man nicht stellen. Die Frage, warum, nützt nicht viel, ha? Nein, nein. Was hat ihn so fasziniert? So viele Steine, warum bricht gerade da ein Stein raus? Ja, das ist eben genau das. Ha? Ja. Und abgestürzt sind sie dann hinten in diese Mulde hinunter. Hallo Christoph, wo bist du? Er ist hier, Lisa. Er ist hier. Vielen Dank. Auf der Basis rauscht's, wie die Crews der Erzermatt sagen. Ich bin jetzt nachher noch an den Rundflug. Ja, super. Und dann kann der Robin auf Monte Rosa die 3 Personen zurückholen. Der Hans. Jungpilot Dani soll einen Rundflug für Touristen machen. Außer du kannst auf Monte Rosa gehen. Was machst du mit dem Robin und dem Nahen ab? Dann gehe ich mit Charlie. Mit dem Charlie, ja. Es ging darum, 3 Personen auf dem Monte Rosa Gletscher mich zu holen. Also das macht aber nicht der Robin. Ja. Okay. Und du Schreti, wenn er schon da ist, soll er raufgehen, machst du wieder Rundflug. Okay. Ah, ist das gut? Der ist jetzt gerade. Ja, nicht mehr für dich, der geht rauf. Aber kannst du dich bereit machen, circa 10 Minuten. Okay. Einmal mehr hat ihnen der Heliflug den tragischen Tod ihres Sohnes vor Augen gebracht. Doch vielleicht können sie jetzt besser verstehen und abschließen.
wir waren jetzt da. Er war auch bei uns. Patrese verpasst heute seiner mobilen Treppe für Heli-Passagiere den letzten Schliff. Gut, ein paar Änderungen müssen wir machen, aber so geht es auch, wie ich will. Wie es nachgeträumt hat. Honig. Ferrari Rot. Wer sie testen soll, ist klar. Der Gerold. Nicht gerade der Älteste, aber den nehme ich als Versuchskaninchen. Pilot Danny hebt mit seinen Gästen ab. In Richtung Weißhorn, Matterhorn und Monte Rosa. Über 8000 Gäste pro Jahr entführen die Piloten der Air Zermatt so in die Bergwelt rund um Zermatt. Jetzt geht es erst so Richtung Tagen an da, und nachher Weißhorn und nachher direkt Richtung Matterhorn. Das ist ziemlich Betrieb heute. Werden wir viel Bergsteiger gewesen. Du musst dir vorstellen, das ist ein Salzmoni. Komm ich hier rüber. Hier dran. Nun kommt für Patrese, den stolzen Erbauer der mobilen Helitreppe, der Moment der Wahrheit. Test mit Gerold. Helfen. Einstieg. Ja, es ist einfach. Weißt du, was ich ganz ehrlich finde? Der erste Schritt ist zu hoch. Der da? Ja. Wenn der hier im Bereich ist, kannst du besser aufstehen. Ja. Hätte es dir gar nicht gebraucht. Die Idee ist gut. Weißt du, der hier braucht es eventuell gar nicht. Oder so ein Zwischending. Ja, das sind für ältere Leute und so, dann haben wir ja alte Leute. Wir haben meistens Junge. Ob Patreses Gestell, in das er so viele Stunden investiert hat, wohl je zum Einsatz kommt? Der Hollier-Gletscher, das ist eigentlich also für mich jetzt der schönste Gletscher. Da, da seht ihr die Turma, was ich da bilde. Der Hollier-Gletscher fließt da hier über das Eck da drüber. Dani fliegt unterdessen seine Touristen über die zerklüfteten Gletscher und Bergmassive der Walliser 4000er hinweg, direkt auf das Matterhorn zu. Kommt das Matterhorn an uns. Ja, wie schön! Juhu! Super, ja. Leck, mega. Alpin! Schau, da Bergsteiger. Bitte. Ja, genau, die kommen da oben runter. Und so geht die Geschichte über den Sommeralltag der Bergretter der Air Zermatt zu Ende. Sie sind die Retter in der Not. Sie retten Leben. Es ist ihr Beruf. Und auch eine Berufung.